Hallo und herzlich willkommen, liebes YouTube-Universum, zum zweiten Teil von Harveys neue Augen. So, und wir hatten jetzt hier, wir nehmen jetzt mal hier kurz die Hake und helfen ihr mal, das Beet umzugraben. Ohne Schaufel bekommen wir den Schatz niemals geborgen. Aber wir können doch auch... Das hatte zwar keinen Effekt gehabt, aber Lilly hatte trotzdem das Gefühl, ihrem Ziel einen großen Schritt näher gekommen zu sein. Ja, schade. Dann legen wir das mal aus der Hand. Wir nehmen das Wollknäuel und gehen mal mit dem Beet. Ohne Schaufel bekommen wir den Schatz niemals geborgen. Gut. Dann legen wir das mal aus der Hand. Hey, frag mal Edna. Was gibt's Neues? Du willst bestimmt wissen, wie die Schatzsuche vorangeht, oder? Aha. Nun... Um ehrlich zu sein, nicht so gut. Der Boden ist einfach zu fest. Ohne Schaufel werde ich hier wohl kaum fündig werden. Dafür habe ich aber schon einen prima Rand unter den Fingernägeln und aus Versehen eine Nacktschnecke verschluckt. Ein kleines Trostpflaster von Mutter Natur. Dann sprechen wir mal über die Oberin. Die Oberin hat mal wieder einen schlechten Tag, oder? Aha. War nicht schwer zu erraten. Den letzten guten Tag hatte sie damals, als der Mumps rumging. Ich habe sie selten so laut lachen gehört. Lass dich einfach nicht zu sehr von ihr ärgern, okay? Okay, und nochmal die Aufgaben der Oberin. Was musst du denn jetzt schon wieder für die Oberin machen? Und jetzt sag nicht, du musst wieder ihre Warzen mit Bimsstein abreiben. Ich finde immer noch Krümel vom letzten Mal in unserer Schlafkoje. Ich glaube, das hatten wir alle schon. Und die Schaufel, Lilly. Ohne Schaufel ja, ich weiß jetzt auch nicht, woher wir eine Schaufel nehmen sollen. Ich würde vermuten, dass die im Keller aufbewahrt wird. Jetzt brauchen wir nur noch eine Mütze. Du kannst nicht zu... Okay, das hatten wir schon mal. So, dann beenden wir das mal, das Gespräch hier mit Edna. Die soll ruhig weiter schaufeln. Schulteich, hier können wir nichts mehr machen. Dann gehen wir mal zum Schulteich. So, der nächste Weg, gehen wir mal zum Brunnen. Ach so, das ist die Kellertür. Die Kellertür ließ sich nur mit dem richtigen Schlüssel öffnen. Haben wir keinen Wasserhahn. Das Kellerfenster. Da ist eine Schaufel. Die Idee war gut. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Damit können wir den Pinsel... Können wir Gott sei Dank nehmen. Pinsel. Lilly konnte nicht malen. Sie fing dabei immer an zu weinen. Oh, nicht weinen. Presslufthammer. Lilly wusste, dass man dieses Gerät Presslufthammer nannte. Aber wozu man gepresste Luft hämmern musste, wusste sie nicht. Ja, das weiß ich allerdings auch nicht. Eine Schaufel. Genau so eine konnte Lilly jetzt gut gebrauchen. Aber von hier aus würde sie sie nie erreichen. Der Ofen? Den kann ich die nicht angucken. Die Idee war gut. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Natürlich. Den Ofen kann man nur benutzen, nicht anschauen. Gut, dann gehen wir mal nochmal zurück zum Schulteich. Also das hier ist der Schulteich, by the way. Das hier. So, dann gehen wir mal zum Brunnen. So, ich muss immer kurz ein bisschen warten, bis ich... Kann den Schlauch... Hey, weg da! Such dir einen anderen Platz zum Spielen. Wie nett. Freeman machte sich offenbar Sorgen um Lilly. Er wollte wohl verhindern, dass sie in den Brunnen fiel. Ich glaube weniger, dass er sich Sorgen um irgendwas macht. Ist das ein Bienennest? Dann lassen wir das mal los. Bringt ja nichts. Ach, Lilly. Ich dachte schon, da wäre jemand. Stör mich nicht. Ich bin beschäftigt.
Fragen wir mal, was er an dem Brunnen macht. Habe ich nicht gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen? Ich versuche mich zu konzentrieren, okay? Irgendwas ist da unten im Brunnen. Ich sehe etwas glitzern. Oh Mann, ich hoffe, es ist der Kellerschlüssel. Das wäre ja so Gumbo. Was ist Gumbo? Gumbo, sehr gut. Aufgaben der Oberin. Sag mal, hast du nichts zu tun? Musst du nicht irgendwelche Aufgaben für die Oberin erledigen? Aha. Wusste ich's doch. Du bist aber auch zu blöd, dass du den ganzen Mist immer aufbrummen lässt. Was ist es denn diesmal? Musst du wieder mal den Kompost alphabetisch sortieren? Oder ihren Rücken entharren? Tja, weder noch, ich muss Termiten verscheuchen. Sag nichts. Du sollst die Termiten vom Schaukelbaum verscheuchen. Richtig? Aha. Na, viel Glück. Der Schaukelbaum ist aus Süßholz. Und Termiten sind bekannt dafür, dass sie auf Süßigkeiten abfahren. Das wirst du nie schaffen. Probieren wir. Die Beete müssen wir auch noch umgraben. Lass mich raten. Du sollst die Beete umgraben. Richtig? Aha. Na, viel Glück. Mit deinen kleinen Mädchenhänden wird das eine Ewigkeit dauern. Aber glaub mal nicht, dass ich dir eine Schaufel leihe, wenn ich erstmal im Keller bin. Es sei denn, du willst mir doch helfen, den Schlüssel vom Grund des Brunnens zu holen. Dachte ich mir, weil es verboten ist, nicht wahr? Oh Mann, Lilly. Du bist so angepasst, dass es schon fast ein Wunder ist, dass man dich noch von der Umgebung unterscheiden kann. Ja, was ist Gumbo? Lass mich raten. Du weißt nicht, was Gumbo ist, oder? Nein. Ach, Lilly. Du bist einfach hoffnungslos verspießt. Typen, die so lässig sind wie ich, sagen heute, das ist voll Gumbo oder das gummt. Aber du bist einfach nur lahm. Voll Ungumbo. Also, dann bin ich voll Ungumbo. Ja. Klosterregeln. Klären wir den jungen Mann mal über die Klosterregeln hier auf. Wird das jetzt etwa wieder dein Vortrag über Recht und Ordnung im Kloster? Na, da bin ich aber mal gespannt. Tja, die Oberin hat doch verboten, dass man in den Keller geht. Nee, wir dürfen nicht in den Keller. Mann, Lilly, lern mal einen neuen Text. Wir dürfen dies nicht, wir dürfen das nicht. Trink kein Motorenöl, spielt nicht mit den Steckdosen. Du kannst einem echt bei allem den Spaß verderben. Kein Wunder, dass dich niemand mag. Tja, die Oberin sagte aber auch, dass man... Was jetzt noch? Du siehst doch, dass ich mit dem Brunnen beschäftigt bin. Oder hat das deine ach so tolle Oberin auch verboten? Aha. Ach ja? Das beweist nur wieder, wie unsinnig diese ganzen Regeln der Erwachsenen sind. Tja. Aber pass auf, der Brunnen ist tief. Bist du immer noch da? Schleich hier nicht so rum, sonst falle ich noch vor Schrecken in den Brunnen. Oh, wie süß. Hast du jetzt etwa Angst um mich, oder was? Keine Sorge, ich bin nicht so blöd, dass ich in den Brunnen steige. Aber nicht, weil die Oberin das verboten hat, sondern weil es wirklich zu riskant ist. Wobei... Tja, der was? Brunnen ist zu gefährlich. Ich weiß, dass die Oberin nicht will, dass wir in den Brunnen klettern. Aber du kannst dir kaum vorstellen, wie wenig mich das interessiert. Im Gegenteil, das ist fast schon wieder ein Ansporn für mich. Ich würde fast alles tun, damit ich nicht so ein kleiner Konformistenroboter werde wie du. Konformistenroboter? Na dann, in den Brunnen klettern? Ich hab gesagt, verschwinde. Was ich hier mache, geht dich gar nichts an. Tja. Dann... Ich hab gesagt, okay. Dann gehen wir mal hier das Gespräch zurück. Klosterregeln hat man schon. Wozu Kellerschlüssel? Ach man, Lilly. Jetzt halt doch mal endlich den Rand. Es sei denn natürlich, du hast eine Idee, wie ich an den Kellerschlüssel komme. Man bedenke nur, was ich damit alles anstellen könnte. Im Keller sollen die tollsten Sachen gelagert werden. Nicht nur so öde Dinge wie Schaufeln und Pinsel und so. Ich rede hier von echten Schätzen.
Echte Schätze, dann Wunde? Ach so. Du kannst dir gerne den Mund fusselig reden. Meine Aufmerksamkeit gehört einzig dem Kellerschlüssel am Grund des Brunnens. Im Keller sollen die tollsten Sachen gelagert werden. Gut, die Klosterregeln hatten wir schon, dann können wir das hier jetzt abbrechen. Gut. Dann gehen wir wieder zum Schulteich. Ups. Gehen wir doch nochmal zum Brunnen. Hey! Hilfe! Als Lily zurück an den Brunnen kam, war Freeman verschwunden. Na, wo ist denn der Gute? Brunnen, gucken wir mal rein. Lily! Hilfe! Lily hörte seltsame Geräusche vom Brunnengrund. Aber sie war ein braves Kind und wusste, dass sie nicht in der Nähe des Brunnens spielen durfte. Genau wie Freeman. Sie hatte es ihm ja sogar selbst ausdrücklich gesagt. Wo war er nur? Tja, wo ist er nur, der Gute? Jetzt können wir das hier auch nehmen. Und können es an den Brunnen tun. Lily mochte Bienen. Sie summten so schön. Außerdem sammelten sie fleißig Honig. Und wenn man genau hinsah, sah man sogar ihre Stacheln fröhlich in der Sonne funkeln. So, jetzt habe ich mal... Ja, jetzt nehmen wir mal die Hake. Oh, ah, was soll das? Lily, nein! Geht weg, geht weg! Ich habe eine Allergie! Oh nein, jetzt war der tollpatschigen Lily doch glatt das Bienennest in den Brunnen gefallen. Den Bienen schien das auch wenig zu gefallen. Die Summen klang anders als sonst. Okay, jetzt haben wir hier den Schlauch reingelegt. Jetzt gehen wir mal nochmal zum Schulteich. Und, drehen mal das Wasser hoch. Schade, der Wasserhahn war leer. Dann nehmen wir doch den Schlauch. Was ist das hier für ein Gartenschlauch? Lily wäre sicher auch ein guter Busch geworden. Sie konnte stundenlang abseits stehen, ohne dass irgendwer Notiz von ihr nahm. Ja, das ist aber nicht wirklich positiv oder negativ. Benutzen wir mal den Wasserhahn, der scheint aber leer zu sein. Schade. Ja. Der Wasserhahn war leer. Was ist das hinter dem Busch? Gucken wir mal nicht an, sondern rütteln wir mal dran. Lily war gespannt, wohin der Schlauch wohl führte. Was für eine Überraschung! Der Schlauch führte zu einem... Ding! Ja. jetzt nehmen wir mal das hier... Lily! Schalte das sofort ab! Okay, wir tun jetzt den Gartenschlauch nehmen. Können wir das oben an der Pumpe festmachen? Ja, das habe ich mir noch gedacht. Lily, bist du von allen guten Geistern verlassen? Schalte das sofort ab. Aber... Hab ich dir nicht ganz genau gesagt, was du zu tun hast? Ich kann einfach nicht glauben, dass du es immer wieder schaffst, mich aufs Neue zu enttäuschen. Lily verstand nicht, was sie falsch gemacht hatte. Können wir das nicht mehr? Nee, können wir nicht mehr. Okay, aber vielleicht reicht das ja jetzt, was wir da rausgepumpt haben, sozusagen. Oh Mann. Bienennest, das können wir nehmen. Lily dachte darüber nach, den Honig mit bloßen Händen aufzusammeln. Aber dann erinnerte sie sich an die Schelte, die sie neulich in der Kantine bekommen hatte. Sie brauchte einen besseren Plan. Na also,
Vielleicht können wir mit dem Pinsel ein bisschen Honig sammeln. Ja, das geht. Pinsel mit Honig, ja? Ja, Honigpinsel. Okay. Jetzt gehen wir mal zu Freeman. Freeman mochte vielleicht etwas grummelig sein, aber mit den roten Punkten und den gelben Honigflecken sah er so lustig aus. Das konnte unmöglich lange anhalten. Okay, wir reden mal mit Freeman. Lily, vielen Dank für deine tolle Hilfe. Das hast du wirklich klasse gemacht. Wenn ich dir irgendwie helfen kann... du willst den Kellerschlüssel haben. Aber natürlich... Nicht. Was fällt dir überhaupt ein? Du hast mich auf die Idee gebracht, in den Brunnen zu klettern. Deinetwegen bin ich hineingefallen. Aber anstatt mir rauszuhelfen, wirfst du mir ein Bienennest auf den Kopf. Und ertränkst mich beinahe. Sieh mich an. Ich bin nass, zerstochen und von oben bis unten mit Honig vollgeschmiert. Ich weiß, alle halten dich für süß und harmlos. Aber in Wirklichkeit bist du eine wandelnde Katastrophe. Ach, das komm. Mit dem Schlüssel kannst du jedenfalls vergessen. Halt dich von mir fern. Ach komm. Ich sagte, verschwinde. Du bekommst den Schlüssel nicht. Kümmere dich um deine anderen Aufgaben. Okay. Das tut mir leid. So ein bisschen zumindest. Lily durfte nicht ins Kloster, bevor die Gartenarbeit erledigt war. Hm. Hoffentlich fing es nicht wieder an zu hageln. Gut, dann gehen wir mal zum Schulteich. Jetzt können wir wenigstens hier in den Hintergarten. Ah, ich verliere was. Könnte ich doch eigentlich... Hallo? Oh, ups. Egal. Tatsächlich reagierten die Termiten sehr aufgeregt auf den Honig. Um sie wegzulocken, musste Lily nur noch eine geeignete Stelle finden, wo sie ihn hinschmieren konnte. Die Komposttonne war der ideale Platz, um die Termiten umzusiedeln. Lily machte sich sofort ans Werk. Gut. Der Plan hatte soweit funktioniert. Vielleicht sogar etwas zu gut. Die Termiten folgten nun Lilys Honigtapsen zurück in den Innenhof. Nein, nicht! Geht weg! Von dort wehte der Wind seltsame Laute zu ihr herüber. Wahrscheinlich waren das die Termiten, die sich über ihr neues Zuhause freuten. Ja, das glaube ich aber auch, die schönen Termiten. Edna hatte hier offenbar eine Widmung hinterlassen. Lily war gerührt. Edna war Lilys beste Freundin. Ja, Edna ist ja auch super. So, wir gehen zurück zum Schulteich und schauen mal, was der Wind so... So, wir gehen Richtung Brunnen. Freeman war nun endgültig gegangen. Dafür hatten die Termiten auf der Bank ein neues Zuhause gefunden. Und als wäre das nicht genug Anlass zur Freude, hatte sich auch noch einer dieser lustigen Gnome, die Lily manchmal sah, zu ihnen gesellt. Oh. Einer der lustigen Gnome. Schau mal, was ist das denn für ein lustiger Gnome? Sieht man nicht. Ja. Komischerweise hatte Freeman einfach so den... Freeman hatte Lily den Kellerschlüssel dagelassen. Wie nett von ihm. Ja, das ist aber echt richtig nett von ihm. Und wir haben jetzt den Kellerschlüssel. Die Termiten, kann man nur noch angucken. Wie es aussah, hatten die Termiten ein neues Zuhause gefunden. Oh, ist das schön. Und einer von den Gnomen, die Lily manchmal sah, hatte es sich offenbar zur Aufgabe gemacht, es bunt anzupinseln. Ja. Schade, dass Freeman nicht mehr hier war. Ja, hätte das Ganze sicher auch sehr gefallen. Ja, das stimmt. Dem Freeman hätte es auch sicherlich gefallen. Wir gehen wieder zurück zum Schulteich. Wir haben ja jetzt den Schlüssel. Na, meine Stimme versagte. Wir nehmen hier... Ups. Na?
Ey, den... Ah, jetzt kann ich's wieder. Komisch. Das ist so ein Inventar-Bug, was ich hab. Die Oberin hatte strengstens verboten, im Keller zu spielen. Ja. Andererseits hatte Lilly eine Aufgabe zu erfüllen. Richtig, und da konnte man ja nicht sagen, man will die Aufgabe nicht erfüllen. So, Aufnahmepause, meine lieben Freunde. Ich sage danke, dass ihr zugeschaut habt bei diesem lustigen Part. Harveys neue Augen. Wäre cool, wenn ihr einen Kommentar da lasst, wie ihr denn das Spiel so findet. Es ruckelt ein ganz klein wenig ab und zu. Das liegt wirklich daran, also es läuft permanent mit 20 Frames. Gar nicht so schlecht. Ich hatte es eigentlich gedacht, dass es fast gar nicht läuft. Aber Glück gehabt. Tut mir leid, dass ich so Einbüßungen habe hier auf meinem Kanal. Aber das ist an der PC-Leistung meines Laptops, liegt das leider zugrunde. Naja, ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Hoffe, ihr bleibt mir treu. Haut rein, bis denn dann. Macht's gut, ciao.